Ja, Freunde, lasst euch mal erklären, was Weihnachten abläuft. Ich beobachte das seit Tagen, ich bin schon seit Wochen am Einkaufen und hole schon meinen Einkauf vorher. Weil ich bin ja nicht so, dass ich jetzt zur letzten Minute noch den Leuten den Einkauf versperren muss oder wegnehmen muss, die es wirklich brauchen, ja. Ihr hortet teilweise Dinge und hinterlasst in manchen Regalen in den Läden richtige Schlachtfelder. Das kann man nicht anders beschreiben. Sei es nur, sind es nur die kleinen Dinge jetzt irgendwie, was weiß ich, Kloßteig, Mehl, sonst was. Ja, was man Weihnachten halt so holt. Wieso? Wieso horten? Kommt jetzt eine Apokalypse oder was? Meine Güte, wenn Weihnachten auf Samstag fallen würde, dann würde das bedeuten, dass eventuell Samstag die Läden noch bis 13, 14 Uhr geöffnet werden. Und da ja morgen der Samstag, ja, und ich lehne das Video jetzt ja am Freitag auf, Freitagabend, morgen, am Samstag, morgen alles noch richtig auf hat, bis teilweise bis 21, 22 Uhr. Man kann ganz gemütlich einkaufen gehen, aber ich verstehe nicht, dass man euch das immer wieder erklären muss. Hört auf, die Läden regelrecht zu überfallen, nur weil ihr eine Apokalypse vermutet. Das gleiche ist passiert mit Klopapier in Pandemiezeiten. Da habe ich teilweise Leute gesehen, ältere Damen, die haben ihren Rolli vollgepackt, obenhin noch einen Strick drauf gemacht und da war ohne Ende nicht nur Klopapier, sondern auch Küchenrollen drin. Bis oben hin gefüllt, übertrieben gefüllt. Sag mal, manchmal frage ich mich wirklich, merkt ihr euch noch? Geht doch ganz normal einkaufen. Denn die Dinge, die ihr holt, die sind auch irgendwann mal verbraucht. Und dann müsst ihr in die Richtung gehen, in die keiner gehen will, und irgendwann auch das Teure holen. Und dagegen wird es ja jetzt demonstriert. Und ich hoffe, das funktioniert alles. Ich wollte es nur noch mal vernünftig erklären. Im letzten Video bin ich etwas laut geworden. Aber der Grundgedanke, den Grundgedanken, den ich hier euch erzählen möchte, ich hoffe, der ist verstanden. Ja? Ihr seid doch keine dummen Menschen. Ihr versteht das doch. Reißt euch mal ein bisschen zusammen. Plündert nicht die Läden, als wäre das so ein Überfall gewesen. Geht mal, macht das wirklich mal. In der Zeit geht mal abends einkaufen und schaut mal, was tagsüber dort passiert ist. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dort drin, die haben so viel zu tun und die müssen das alles ja auch wieder auffüllen und einräumen für die nächsten Tage. Habt ihr an die mal gedacht? Nein, da wird drüber gerannt wie so eine Elefantenhorde auf der Flucht. So geht ihr durch die Läden. Ihr seid nicht ganz dicht. Spiegelt euch mal selbst. Selbstreflexion wäre hier angebracht. Das war mein Wort zum Freitag auf den Samstag. Und auf den Samstagmorgen bin ich echt gespannt. Sage ich euch. Wirklich wahr. Das war's von mir. Tschüss.